Gang, Bro, Tato Gang. Was geht ab, ihr Kleinen? Geht's dir auch gut, Alter? Ihr wisst ja, wir sind hier YouTuber auf YouTube und deswegen dachten wir uns, machen wir heute ein YouTuber-Quiz. Ja, sowas gab's ja früher schon oft und jetzt haben wir einfach wieder Bock darauf. Jeder hat sich 6 Fragen rausgesucht. Derjenige, 6 Fragen, Leute. Derjenige, der heute die meisten Antworten richtig beantwortet, der denkt sich eine geile Bestrafung für den anderen. Ja, das stimmt nicht ganz, denn ihr habt uns Bestrafung geschickt auf Insta direkt, ja, und aber, die coolste suchen wir ja, auch. Ja, wir suchen wenigstens noch aus, welche wir sind. Eine Schnellrunde Schnick, Schnack, Schnuck, um zu sehen, wer zuerst hier auf dem Quizstuhl sitzt. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, du kannst direkt sitzen bleiben. So, mein lieber Lars. Ja? Handy weg, denn damit kannst du schummeln. Ja. Und wie geht's dir hier heute so? Alles super? Gut. War das richtig? Ja, mir geht's wirklich gut. Alter, erster Punkt für mich. Alles klar, erstmal. Richtige tricky Frage. Eine relativ einfache. Die Frage betrifft einen Kanal, der momentan echt am Abgehen ist. Richtig coole Jungs. Potatoes? Genau. Das bekannteste Video von diesen, wie heißt die nochmal? Potatoes? Genau. Punkt. Welches ist das bekannteste Video von denen? Das ist nicht die Frage. Das ist nicht mehr die Frage. Ob du es weißt. Auf jeden Fall eine Fußball-Challenge. Korrekt. Ich würde sagen, die ultimative Elfmeter-Challenge. Die schwierigste Elfmeter-Fußball-Challenge, aber du weißt, welches ist. Du hast die im Kopf. Ja. Okay. Ich glaube es zumindest. Wie viele Aufrufe hat dieses Video? Ich gebe dir 100.000. Ich würde sagen, so 2,4 Millionen. Komplett daneben, also sorry. 3 Millionen. Über 3 Millionen? 3 Millionen und 50.000. Alter, was sind wir für Little Leute, Alter. Krank, Alter. Ja, die beantworte ich gerne falsch, Alter. Jetzt weiß ich, dass ich ein Video habe mit 3 Millionen Aufrufen. Kannst du in deine Bio schreiben, oder? Schreib ich in meine Bio. YouTuber mit einem Video mit über 3 Millionen. Okay. Kein Punkt, tut mir sehr leid, aber wir sind lit. So viel steht fest. So, Freunde, wir müssen nämlich wissen, wir haben uns so abgesprochen, der Lukas hat die Fragen über die guten YouTuber rausgesucht und ich über die schlechten YouTuber. Das heißt, er hat Fragen über uns gestellt und ich über andere. Okay, okay. Schon feiert. Fang einfach von oben an. Also, du bist ja immer auf YouTube aktiv. Ja. Wir haben heute übrigens den 19. August 2017. Hätte ich schon nicht gewusst, wenn du mich das gefragt hättest. Erste Frage, von wem ist das Video Verstecken im Ikea? Von meinem Lieblings-YouTuber Concrafter. Alter, ja, ist richtig. Wurde mir leider immer angezeigt. Ich dachte so, du sagst vielleicht das auch von uns, weil wir sowas auch mal gemacht haben. Das stimmt, aber ich hab's wirklich eben noch das Thumbnail gesehen. 1 von 1, Leute. So kann es weitergehen, die Streak. Kommen wir zur zweiten Frage, die betrifft eigentlich den zweitcoolsten Kanal auf YouTube. Spidey Lukas. Lars Holzi, aber danke fürs Kompliment, ich weiß zu schätzen. Wann wurde der Kanal Lars Holzi gegründet? Welcher Monat? Und in welchem Jahr? Junge, das weiß ich nicht mal, weil Leute, ich hatte einen alten Account und dann habe ich Passwort vergessen. Also, sag doch erstmal das Jahr. Ja, also safe, und da bin ich mir nicht mal sicher. Entweder dieses oder letztes Jahr. Oh, da fängt's schon an. Aber ich würde sagen, dieses Jahr, oder? Ja, ist falsch. Ich sag nichts. Also ich will dich verunsichern, ne? Ich hätte so gesagt, Februar, was haben wir denn für ein Jahr? 2017, ne? Ja. Musste ich auch eben nochmal nachgucken, aber ja, haben wir. Februar 2017. Es ist sogar knapp. Es war am 20. Januar. Oh mein Gott, Alter. 2016! Was? 2016? Alter. Ja, was hab ich denn da gemacht, Alter? Ich hab da eine nicht in der Zeit hat er gefühlt 3 Videos gemacht. Das muss auch kein Mensch wissen, oder? Zweite Frage, was für ein Auto hat Leon Mascher mit Modellbezeichnung? Ein richtig hässliches, zählt das auch? Ja, also, ja, also, Mercedes, G, ja. L, ja. A, nein. K, nein. GLS, GLC? Nein, der steht auf jeden Fall auf deinem... GLK? Der letzte Buchstabe steht auf jeden Fall auf deinem... GLR? GLY? Nein, nein. Einer hast du noch nicht genannt. GLG? Nein. GLE wär's gewesen. E? Ja. Ich wusste nicht mal, dass es den gibt. Nicht schlimm. Ich dachte, ich kann hier mit einem perfekten Ergebnis rausgehen. Naja, wenigstens einmal in meinem Leben. Nochmal ein bisschen random Facts über den besten Kanal auf YouTube. Brotatoes. Mhm. Du erinnerst dich doch bestimmt zurück an die Pokémon Go Videos, ne? War eine geile Zeit damals. Ja, wir haben das Onix nie bekommen. Ich hab's irgendwann bekommen, aber ja, du nicht.
Das erste Video zu Pokémon Go hieß: Wir gehen auf Pokémon Jagd, Pokémon Go Hype. Welches war das allererste Pokémon, was wir im Video gefangen haben? Im Video gefangen? Ja. Ich gebe den Tipp, ich war der Erste, der eins gefangen hat. Das muss bestimmt so ungefähr, oder? Oder wo waren wir da? Warum sagst du das? Aber nein, es war nicht. Es war die Kirche. Ich weiß, welches das erste ist aus Staffel 2, Alter. Das war auf jeden Fall Visor. Welches Pokémon hat denn was mit einer Kirche zu tun? Das hat dich. Ich geb dir einen Tipp. Denk mal an die Pizzeria. Welches Pokémon hätte mit der Pizzeria zu tun? Ja, dann Ratten, weil Pizzerien immer Ratten sind. Aber jetzt denk nochmal nach. Ratilas, würde ich sagen. Radikal halt. Ist korrekt, ja. Das war das erste, okay, was ich gefangen habe. Nice. Aber er hat mir so viele Tipps gegeben. Ja, weil ich wollte, dass du wenigstens einen Punkt kriegst. Danke, Mann. Wie viele Abos hat der YouTuber in Scope gerade? Es reichen... Hey, willst du mich abziehen? Das hast du mich auch letztes Mal bei der YouTuber-Quiz-Frage gefragt. Ich sag 1,8. Das ist richtig. Habe ich das letzte Mal auch gefragt? Ja, da waren es 1,6. Ja, aber das hat sich ja wieder geändert. Ja. Da hast du gut aufgepasst. Jetzt will ich mal wissen, was für ein guter Freund du wirklich bist. Jetzt wird es ernst. Jetzt wird es ernst. Was ist mein aktuell praktisch erstes Bild auf Instagram? Junge. Wenn man jetzt ganz nach unten scrollt, welches ist praktisch das erste, was ich gepostet habe? Es ist nicht das erste, weil ich habe in letzter Zeit so viele Archivierte gelöscht. Aber du hast wieder viele gelöscht, ne? Ja, aber ich dachte, du checkst so wenigstens einmal am Tag meinen Insta-Feed ab. Und wie viele Fotos hast du denn online? 33 oder 32. Isabek. Ist mit Steine drin. Nein. Das ist das nicht, ne? Das ist in der Mitte, ne? Das ist viel weiter oben. Von wo ist das erste Bild? Aus Düsseldorf. Wahrscheinlich hättest du müssen. Soll ich jetzt schon sagen, dass du keinen Punkt kriegst oder willst du weiß überlegen? Alter, ja, wär ich nicht drauf gekommen. Urlaub 2014. Das war in Gran Canaria, oder? Ja. Okay, jetzt kommt eine schwierige Frage. Jetzt ist echt eine schwierige Frage. Wenn du die weißt, Alter, dann bist du ein bisschen Freak, Alter. Das ist richtig gut. Ich eh. In welcher Stadt befindet sich gerade jetzt in diesem Moment Shireen David? Ich habe ihre Insta-Stories gesehen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Schluppi. Schluppi, oder? Komischer Name. Nein, weißt du, in welches Land das ist? Litauen. Ja, das ist richtig. Aber sie müsste gerade in Kanaus sein und das ist wohl ihre Heimatstadt. Ja. Wer der Freak ist, ist ja wohl klar. Leute, die Instagram-Stories gucken, die wissen Bescheid. Jetzt mal eine akustische Frage. Akustische Frage, ja. Du hast 10 Sekunden Zeit, um dieses Video zu erkennen. Bist du bereit? Ja, hab ich versagt. Und los. Ja, ich kenn's, aber ich hab da gar nichts im Kopf, Alter. 10 Sekunden, das war's schon. Ja. Boah, ich hab keinen Plan. Wir waren dabei. Es ist jetzt nichts, was du nicht kennen kannst. Ich bin Ehrenmann. Doch. Das. Ja? Nein. Sag's einfach. Nein. Das ist das Roadkickers-Video, wo wir auf dem Ghetto-Spielplatz waren. Ja, das ist richtig! Bro Tate ist zu Gast in der Hood. Oh. Handys wurden geklaut, Nacktbilder weg. Ja, doch, kam mir doch noch bekannt vor. 2 von 5? Schon mehr als ein Kickbase, ey. Okay, nächste Frage. Wem gehört dieser Vogel? Dieser Vogel? Das ist ein Vogel, das Lion? Ey, Junge, was bist du für ein Freak, Alter? Ja, das ist richtig. Ein großer. Alter, unglaublich. Wieder eine Standardfrage. Was ist die begehrteste und bekannteste Late-Night-Show auf YouTube? Kotzrad. Genau. Erinnern wir uns mal zurück an die allererste Folge Kotzrad. Die ist noch nicht so lang her. Das Video hat übrigens schon 30.000 Likes. Also danke dafür. Richtig krass. Ne? Danke dafür. Schau dir raus. Was war das erste Lebensmittel zum Essen, was gedreht wurde in der Geschichte von Kotzrad? Das allererste? Ja. Hab ich oder du gedreht? Du. Primus inter pares, Leute. Das heißt, ich bin der Coolste hier. Das ist ein Fruchtzwerg. Korrekt. Alter. 3 von 6. 3 von 5, ja. Alter, die für den Sieg jetzt. Das ist die für den Sieg, ja. Komm schon. Wer bringt höchstwahrscheinlich am 26.08. einen Song namens Raus, Raus? Was? Raus, Raus? Ja, ach so, also raus. Der Song heißt Raus. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Song ist. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, ich weiß es nicht, ob es ist. Vielleicht ist es auch ein Kinofilm. Kann auch sein. Aber höchstwahrscheinlich. Vielleicht. Ja, so KF oder so. Ich mache nur Spaß, Griechisch Studios. Ja, ja. Das war so klar, ich wusste, dass du das auch auf dem Schirm hast. Damit habe ich gewonnen, Leute. Damit 3 zu 4. Ah, nein, oh, Mann, hätte ich gewonnen.
Er wirft die Nerf einfach straight auf sein iPhone. Das heißt, Lars kriegt die Bestrafung für seine Unwissenheit. Oh mein das Gott, Ding ist, ja. Die meisten Fragen waren einfach über ihn selbst. Ja. Oder über mich. Ja. Seinen Ehepartner. Nein, was? Leute, ab zur Bestrafung. Wir suchen uns jetzt eine schöne von Instagram raus. Okay, folgt uns, @brotatoes, um an diesen geilen Events teilzuhaben. Ihr könnt mitbestimmen, was wir machen sollen. So Leute, willkommen zur Bestrafung. Digga, das angeblich ist hier 20 Grad, Mann. Ich fühle mir jetzt schon den Arsch. Nein, nur 19. Also Leute, jemand hat vorgeschlagen, dass Lars sich Eiswürfel in seine Unterbuchse tun soll. Leute, das sind die Eiswürfel. Wir machen es. Wie viele muss ich nehmen? Alle. Da bin ich ja komplett nass. Guck mal, das sind schon übel viele. Hälfte. Alter. Okay, Hälfte. Ja, so. Wie soll ich den alle da reinkriegen? Ab in die Unterhose, damit ich filme das ein bisschen von unten, damit man nicht dein Gemächt sieht. Ja. Yeah. Oh, Junge, das ist todeskalt, Alter. Sag an. Ah, du Heilige. Rein damit jetzt. Jetzt auch rein. Ah, Junge, weißt du, wie schlimm das ist? Rein. Oh. Oh, man. Junge, das ist so kalt, Alter. Endlich haben wir mal eine nice Bestrafung für Lars. Alter, das ist so geil, Alter. Oh mein Gott, Alter. Das ist richtig eklig. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, das war's für das Video. Und Alter, weil ich noch eine Blasenentzündung. Ich bin gleich. Junge, mach jetzt aus, ey. Ihr müsst erst das Video. Also Leute, Alter, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Rausholen, Alter. Sag es. Als ob das Video jetzt zu Ende ist.